Windkraftanlagen hier am Gründen, um erneuerbare Energien zu erzeugen, wird das bald Realität werden? Wohl eher nicht. Doch was Realität werden muss, ist der Auf- und Ausbau erneuerbarer Energiequellen in unserer Region. Darüber waren sich alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion in Sonthofen einig. Das Ziel ist hoch, denn bis zum Jahr 2022 sollen 70% des Stromverbrauchsvolumens, also des verbrauchten Stroms in der Region Kempten-Oberallgäu, durch regenerative Energie erzeugt werden können, zum Beispiel durch Solarenergie. Ich glaube, dass wir im Bereich Sonne erhebliches Potenzial haben, sowohl für Freiflächenanlagen als auch für Dächer, die hier existieren, Industriedächer, private Dächer, die finanzierbar sind und was vermutlich auch deutlich günstiger ist. Nachhaltiger, deutlich weniger anfällig. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in einem, wir leben im Oberallgäu oder Sie leben im Oberallgäu, ich lebe im Ostallgäu, mit Sonne wesentlich mehr anfangen können, als wir das heute tun. Egal ob nun Solar, Windkraft oder Biomasse, wichtig bei der Umsetzung zur umweltfreundlichen Energieerzeugung jeglicher Art sei aber vor allem das Gespräch, der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern der Region. Das muss im Konsens mit den Menschen geschehen. Und wenn das ein Mix wird aus allen Dingen, die es so gibt, von Biogas über Voltaik zur Wasserkraft, zur Windkraft, dann ist das völlig in Ordnung. Aber entscheidend ist, dass es erstens mit den Menschen entschieden wird und dass die Menschen auch finanziell daran beteiligt werden und die Menschen dann auch letztlich monetär Sieger sind. Nicht nur in Form des guten Gewissens, sie haben dazu beigetragen, den Klimawandel zu stoppen, sondern auch in Form dessen, dass man ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel hat. Trotz großer Zustimmung der Bürger beim Thema Energiewende sind sich die Experten einig, dass sich die endgültige Durchsetzung auch hier in unserer Region nicht so einfach gestalten wird. Ich denke, vieles, was man jetzt an Ideen preisgibt zum Thema Energiewende, hat vielleicht auch das eine oder andere Fragezeichen. Wir wissen nicht, wie der Bürger sich letztlich verhaltet, was die ganze Thematik anbelangt. Braucht man mehr Strom, braucht man weniger Strom? Wir wissen nicht, was der Bürger sagt, wenn das alles irgendwo mehr Geld kostet, also wenn es um den eigenen Geldbeutel geht. Es gibt ja die Umfrage, dass er sagt, Energiewende ja, aber es darf nichts kosten. Oder wenn der Strom billig ist, ist mir wurscht, wo er herkommt. Also das sind Dinge, die muss man sehen, die könnten schon noch mit reinspielen. Photovoltaik, Wasser oder Windkraft. Egal, für was sich die Oberallgäuer letztendlich entscheiden, es wird hoffentlich der richtige Weg sein.